Erstmal moin Leute, willkommen hier zurück zu Puzzle Pirates. Ich finde den Namen immer so lustig. Ja, willkommen zurück. Wir sind hier gerade unterwegs zu Atlantis und das möchte ich euch jetzt auch einfach mal zeigen. Wir sind zwar noch nicht drin, aber ich wollte jetzt einfach mal hier nochmal kurz erstmal nochmal hier, ne? Wir sind gerade unterwegs zu Atlantis mit relativ vielen Leuten. Ich kann mal alle sehen, ne? Und ich erkläre euch einfach mal Atlantis so. Also, okay. Atlantis, wir ganz viele auf einer Kriegsbrigatte. Ich habe 7 Anrufe bekommen, lol. Wir sind unterwegs zu Atlantis halt. Da können wir halt gegen Monster kämpfen. Große Zitadellen plündern und ja, Schätze heben, all so ein Zeugs, und das werdet ihr, denke ich, einfach mal miterleben. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann einfach, wenn wir in Atlantis drin sind, wieder. So, da bin ich wieder. Ja, es geht gleich los. Wir sind jetzt hier gleich, wir sind hier schon kurz vorm Reinfahren. Und ich soll euch übrigens von Indira grüßen, die war mal bei Super Monkey Ball dabei. Ihr kennt sie zwar nicht, aber ich hab gerade mit ihr telefoniert, habe gefragt, ob ich irgendwas ausrichten soll. Und ja, einfach mal Grüße. So. Jill. Jill ist übrigens gerade Licker, die mich anschreibt. So. Das Geräusch ertönt und wir sind in Atlantis drin. So. Genau. So sieht Atlantis aus. Ich bin einfach jetzt mal oben. So sieht das aus. Hier gibt es auch ein paar Gegner, die man bekämpfen kann. Oder die einen auf den Sack gehen. Hier wäre einmal so ein Trikettos. Das sind die schwachen Kleinen. Da gibt es aber auch starke Trikettos. Die halten relativ viel aus. Dann haben wir die Gorgonyx. Oder wie die heißen. Gorgonyx. Oder... Ah! Jetzt bin ich auf meinem Kanal. Hallo. Mist. Oh, das war Fail. Kacke. Ja, auf jeden Fall die Gorgonyx. Die sind relativ auch schwer. Und dann gibt es die ganz harten. Und das sind die Archelons. Das sind so eine Art Schildkröten. Die sind aber relativ selten hier. Nee, doch nicht. Da ist einer. So. Gut, jetzt haben wir erstmal das Schlachtfeld gezeigt. Ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwo so eine Dings haben. Hier, ihr müsst wissen, hier gibt es nämlich auch so eine Zitadellen. Oh, und da können wir reinfahren und dann können wir halt gegen ganz viele böse Gegner kämpfen. Und ich gucke jetzt einfach mal, was noch frei ist. Wie gesagt, wir sind ja auf einem größeren Schiff. Und können wir einmal segeln. Ist dann aber alle voll. Kanonen laden. Wir können uns freiwillig melden. Das ist immer... Es kommen halt immer neue, von diesen... Wie heißen die Viecher nochmal? Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen immer neue... Von so einen Viechern drauf. Genau hier, von Dragonern. Die kommen halt immer drauf. Ja, und die können wir dann halt damit bekämpfen, wenn wir uns freiwillig melden. Die sind auch relativ schwer, oder die halten viel aus. Also schwer sind die nicht unbedingt. So. Und hier haben wir auch schon eine Herausforderung bekommen. 1 vs 1 sind erlaubt. Deswegen werden wir uns einfach mal jetzt mit einem Icharus, oder wie die Scheiße heißt, Eparchus betteln, ja. Ich bin mal gespannt, oder ich muss einfach mal gucken jetzt, ob ich den besiegen kann. Ich hoffe es einfach mal, weil ich will mich nicht blamieren. Und ja, also Atlantis macht eigentlich schon relativ viel Spaß. Ich sag mal so, Atlantis wird jetzt nicht so oft hier gemacht, weil, wie gesagt, ich sag's immer wieder aufs Neue, der Server ist halt relativ leer, aber es hat früher immer relativ viel Spaß gemacht, weil da waren wir immer über, was weiß ich, wie viele Spieler, da waren wir locker, wie viele Spieler waren wir da? Boah, keine Ahnung, da waren wir locker, fast 100 Spieler oder so auf einem Schiff. Das war schon, das hat Spaß gemacht, das hat Spaß gemacht, und ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich das jetzt hinbekomme. Nein, was mache ich? Ich bin doch schlecht. Scheiße. Nein, ich brauche blau. Sauber. Sauber. Ja, hier spammen sie nochmal alle in den Chat ein paar Regeln und so ein Scheiß, aber
könnt ihr euch an dem bei durchlesen, also oben rechts. Unten rechts. Oh nein, 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 nein. Nein, ich geh jetzt nicht. Nein, ich geh jetzt sicherlich nicht tot. Du kannst mich mal. Nee. Also ich muss jetzt versuchen, hier am Leben zu bleiben, weil ich habe keinen Bock zu sterben. So. Okay. Also, ja. Der Sinn des Videos ist jetzt eigentlich nur, euch Atlantis ein bisschen zu zeigen. Ich denke mal, ich werde das über mehrere Folgen aufnehmen. Meine Festplatte ist jetzt auch wieder ein bisschen leerer. Nicht so, nicht leerer wie Lehrer, Schule, sondern leerer wie einfach leer. Und auch nicht wie der Name leer, sondern einfach leer, ne? Ihr wisst Bescheid. Boom. Erstmal fett viele Sachen abgebaut. Sauber! Gedisst, du Opfer. Ich hab ihn getötet. Ja, krieg ich jetzt einen Keks. Was hat jetzt eigentlich Jill geschrieben? Oh, ich bin schon ruhig. Okay, danke. Okay. 6 Minuten nehmen wir schon auf. Ich muss jetzt aber noch weiter gucken, ob hier vielleicht irgendwas frei ist, was wir machen können. Nee, voll. Voll. Okay, wir können leider kaum was machen, weil die alle Stationen besetzt sind. Deswegen können wir halt einfach entweder nur Kanonen laden oder uns freiwillig melden für den nächsten Kampf. Aber ich werde mich einfach mal freiwillig melden und ich... Okay. Ich werde mich jetzt einfach mal freiwillig melden und einfach nochmal den Kampf jetzt einfach mal von genaueres beobachten. Beim Kampfnavi ist das auch so, dass man halt hier dieses Brett hat und man hat noch mehrere Funktionen, wo man dann halt immer gucken muss, wie, pro Runde, wie man am besten was setzt, damit man den halt besiegen kann. Ihr versteht, was ich meine, hoffentlich. Es ist halt einfach so, ihr habt ein Schiff und pro Runde wird halt immer, kannst du 4 Züge machen. Und du musst halt immer gucken, wie die fahren. Und ich würde einfach mal sagen, als ersten Move würde ich hier einmal links rumfahren, schießen, denn die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich hoch, dass der geradeaus fährt. Ich denke mal, er fährt irgendwie, ja, also dass man ihn bekommt, denke ich mal. Und deswegen einfach mal links und schießen, schießen. Nein? Okay, doch nicht. Fail, ich bin schlecht. Doof. Oh man, peinlich, ey. Aber sowas passiert halt, ne? Man weiß nie, wie die was machen und so. Gut, die mit den Namen unterstrichen sind übrigens in meiner Kameradenliste. Und der Master Dude nennt mich immer Vodafone. Und das macht mich immer so traurig. Und ja, was kann ich hier sonst noch zu sagen? Ich kann mal fragen, ich kann mal den Dodo fragen, ob er noch einen Gunner braucht. Ansonsten würde ich hier eigentlich die ganze Zeit nur rumchillen. Ich kann das Schiff ja mal vielleicht ein bisschen zeigen. Hier unten, das ist halt das Oberdeck. Hier unten haben wir... Okay, cool. Hier unten haben wir halt so eine Kapitänkabine. Unten haben wir nochmal so ein paar Pumpen und Kanonen stehen hier. Mit ein paar Leuten, wenn wir hier weitergehen. Dann haben wir hier nochmal eine Bar und sowas. Und dann können wir halt wieder hochgehen. Das ist eigentlich das ganze Schiff. Gut, er hat uns jetzt befohlen, dass wir Kanonen laden dürfen. Und das möchte ich euch jetzt auch einfach mal zeigen. Und zwar ist das so, ihr müsst halt immer zuerst das reintun, damit das wieder sauber wird. Und dann müsst ihr das in der Reihenfolge machen, ja. Und das muss man halt relativ schnell machen, damit die Kanonen voll gefüllt werden. Und ja, so bekommt er halt Kanonen und kann wieder schießen. Dann ist er ganz glücklich. Aber ich habe das schon lange nicht mehr gemacht und bin außer Übung. Und ja, ich gucke einfach mal, wie ich mich schlage. So, okay, nein, nein, jetzt habe ich... Oh, zum Glück, das war nur so ein Ding in diesem... gut, hier eins, da eins. Und hier. Gut, jetzt haben wir 4 gefüllt. Relativ schnell. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich im Kanonenladen bin. Berühmt. Geht. Also es gibt zuerst, wie gesagt, tüchtig, kundig, respektabel, geachtet, meist und dann kommt berühmt. Also das ist schon mal eigentlich ganz okay. Ich bin jetzt auch freiwillig angemeldet. Achso.
Ich wollte mich gerade abmelden, danke für die Info. Ja gut, ich mache jetzt vielleicht ein bisschen viel Werbung. Ich denke mal, die meisten sind jetzt eh dagegen, dass ich einfach mal sagt mal Hallo YouTube geschrieben habt. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr abmelden beim freiwillig melden. Scheiße! Und deswegen muss ich jetzt einfach mal zusehen, wie ich das mache. Und ich hoffe mal, dass ich beim nächsten Kampf nicht dabei bin. Ja, auf jeden Fall. Na gut, dann sagt halt keiner Hallo YouTube. Gut, ja, die Pause ist halt in 5 Minuten, das heißt, man kann kurz Pipi gehen machen gehen, man kann kurz Pizza machen gehen. Na gut, das Pizza dauert ein bisschen länger. Aber man hat, glaube ich, 3 Moment, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Man hat, genau, man hat dann 30 Sekunden oder eine Minute Zeit, irgendwas zu machen, kurz zu chillen und dann geht's weiter. Und Schatzheben ist erlaubt. Schatzheben möchte ich euch auch gerne mal zeigen. Und Akataka möchte nicht bei YouTube gesehen werden. Okay, ich werde dich extra zensieren. Okay, gleich dürfen wir Schatzheben, Leute. Dieses blinkende Etwas hier übrigens sind die Schätze. Weil wir haben jetzt hier oben einen gekillt. Und dürfen gleich erstmal eine Runde Schatzheben. Yay! Freu. Und ich habe übrigens so ein goldenes Oberteil bekommen aus der Flucht der Insel. Aus dem zweiten verfluchte Insel. Ich habe halt nochmal verfluchte Insel gemacht und hatte wirklich extrem viel Glück. Man bekommt halt immer ein paar Sachen raus und ich habe ein Gold-Indigo-Oberteil bekommen und Gold ist eigentlich schon relativ viel wert. Das könnte ich irgendwie verkaufen. Das habe ich auch eigentlich auch mal vor. Dann kriege ich auch nochmal ein bisschen Geld und dann gucke ich einfach mal. Allerdings müsste ich den Zustand neu beibehalten. Also wenn das gut ist, dann gibt er mir halt weniger als wenn das neu ist. Und dann gucke ich einfach mal, wie ich das dann loswerde. Aber es gibt, denke ich mal, eigentlich relativ, oder ein paar, viele, die sind hier eigentlich, die haben richtig viel Kohle. Und dann gucke ich einfach mal, wie ich das loswerden kann, das Oberteil. Ein bisschen Geld dafür abzugrasen und dann bin ich wieder ein bisschen reich und dann kann ich mir wieder was Schönes von kaufen. So, ja, wie man vielleicht sehen kann, ich werde relativ oft und viel angeschrieben. Ist jetzt vielleicht bis Let's Play nicht so gut, aber na gut, wem juckt's, ne? Werde ich halt angeschrieben. Wenn man viele Kameraden in der Liste hat, dann wird man auch viel angeschrieben und da habe ich eigentlich auch nicht so viel dagegen. So, ja. So ist halt Schatzheben, ich kann es auch mal erklären. Ihr könnt halt immer das ist halt so ähnlich wie Pumpen, ne? Ihr müsst halt immer ganz viel und ganz schnell von den Münzen rausholen und am besten wäre es noch, wenn man Truhen dazu bekommt, denn am Ende bekommt man dann halt nochmal in Truhen ein paar Schätze. Es sind relativ eigentlich mal viele gute Sachen dabei und im Ende der Folgen werde ich euch auch nochmal zeigen, was ich bekommen habe. Dann habe ich euch Atlantis auch mal so gezeigt. Und ich habe wirklich relativ viel Spaß eigentlich, das zu Let's Playen, weil ich weiß im Moment auch, was ich eigentlich machen kann. Okay, Schatz eben ist zu Ende erstmal, gibt es gerade keinen Schatz mehr. Aber wir sollen weiter rumstehen. Also Stay heißt, dass wir das nicht verlassen sollen, denn es geht gleich weiter mit Schatzheben. Dann kann man nochmal die ganzen Leute sehen, wie die gearbeitet haben. Und ja. Okay. Eine Folge nehmen wir ja schon fast auf. Aber ich denke mal, ich kann relativ lang aufnehmen, weil ich noch viel Platz auf meiner Festplatte habe. Ja, gut, gut, okay. Wer beleidigt mich die ganze Zeit in Skype? Also, ich wollte jetzt nicht unbedingt mit denen in die Skype-Konfi gehen, weil ich schüchtern bin und weil ich aufnehme und das ist halt, glaube ich, nicht so gut, wenn die das nicht wollen oder so. Ja. Können wir gleich wieder die nächsten Schätze heben, bitte? Ich bin schatzhebensüchtig, geil. Schatzheben macht einfach nur Spaß und du kriegst voll viel Geld durch. Also Schatzheben bringt nochmal extra Geld, damit ihr das wisst.
Und